Willkommen zu meinem Super Böller 2 Vergleichsvideo. Als erstes wären da die neuen Super Böller 2 von Funke, eingestuft als P1 Schallerzeuger mit 32 Gramm NEM. Als zweites die 1960er Super Böller 2 von Fire Event in Kategorie F2 mit einer NEM von 22 Gramm. Als drittes dann die Super Böller 2 von Katan aus dem Jahr 2018. Ebenfalls Kategorie F2, hier steht jetzt zwar P2 drauf, das ist aber ein Fehldruck, auch mit 22 Gramm NEM. Zum Schluss dann nochmal die Super Böller 2 von Funke, mit dem Unterschied, dass diese hier aus dem Jahr 2017 sind, mit einer NEM von 32 Gramm und eingestuft als P1 Schallerzeuger. Los geht's mit den Katan Super Böller 2018 mit 5,5 Gramm NEM. Laut und dumpf, gefällt mir. Funke Super Böller 2, 2017er Charge, dadurch, dass er ein Schallerzeuger ist, 8 Gramm NEM. Der war natürlich lauter. Fire Event 1960er Super Böller 2 mit 5,5 Gramm NEM. Der war bisher der schwächste. Der letzte P1 Schallerzeuger Super Böller 2 von Funke mit 8 Gramm NEM, die neue Variante. Meiner Meinung nach der lauteste von allen Vieren.